Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu This War of Mine. Leider diesmal ein bisschen verspätet. Montag kam keine Folge raus. Dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal. Dafür wird aber morgen, also Donnerstag und Freitag, eine Folge rauskommen, um das zu entschuldigen. Die letzten Tage hatte ich leider ein bisschen mehr zu tun, beziehungsweise war kopfmäßig nicht so ganz bereit für dieses Spiel, weil ich ein bisschen was noch im Kopf hatte und dabei mir bzw. uns, also dem Topso und mir, ein paar Veränderungen anliegen werden, wie auch immer. In der Livestream hatte ich schon erwähnt, dass unser Auto uns um die Ohren geflogen ist und ja, dementsprechend war das alles ein bisschen voll, aber diesmal, jetzt am Mittwoch, ist die Folge da und die vom Montag wird morgen nachgeholt. Dementsprechend könnt ihr 3 Tage lang durchsuchten. An dieser Stelle auch nochmal an Sebastian H., mein fleißigsten This War of Mine Zuschauer. An dich ja auch nochmal Entschuldigung und ich hoffe, du freust dich über die extra Folge morgen dann und bist glücklich, dass du denn die Montagsfolge nochmal nachholen kannst. So, aber genug gequatscht, geschwafelt, wie auch immer. Wir starten weiter. So, schauen wir mal, wie wir das jetzt alles entwickeln. Ich habe ja wieder fleißige Tipps gekriegt. Auch nochmal dafür, danke Sebastian, du bist, was das angeht, wirklich, wirklich super. Mir eine wirklich gute Stütze. Holz sammeln hast du mir als Auftrag gegeben. Die Öfen auf jeden Fall ausbauen, weil es bald sehr, sehr kalt wird. In genau 34 Tagen. Das ist nicht mehr lang. Das ist nicht mehr lang, das könnten wir bis Ende der Woche sogar geschafft haben. Ich habe es geschafft, ich habe Medikamente mitgebracht und dabei belassen wir es. Oh oh. Die wurden ausgeplündert. Jemand ist danach gekommen und... Ah, nein! Aber die haben nichts mitgebracht. Jemand hat versucht, uns auszurauben, aber sie müssen ängstlicher als wir gewesen sein. Wir hatten es geschafft, sie fernzuhalten. Schade, dass wir keine Waffen hatten. Okay! Ich finde es gar nicht so schade, dass ihr keine Waffen habt, weil ich nicht möchte, dass euch was passiert. Warum bist du traurig? Ach ja. Ja, ich weiß warum. Ich weiß genau warum. Wir gucken in die Biografie. Ich hoffe, die Zeit läuft währenddessen nicht weiter. Ich guck mal ganz kurz oben, um es zu prüfen. Moment, ob sich was verändert hat. 30? 40? Weiß ich nicht. Hat sich bei dir was verändert? Arme Leute, ich weiß, dass es grausam war, ihre Vorräte zu nehmen, aber es geht um unser Überleben. Ja, deswegen bist du traurig, das tut mir so leid. Oh nein, du Armer. Okay, ich würde sehr gerne etwas essen. Ja, ich bin dabei, etwas zu machen. Ich sollte aufgrund letzter Nacht ausschlafen. Ja, das solltest du. Das wirst du auch. Wir haben jetzt 19 Grad. Ich heize nicht. Mir wurde nämlich der Tipp gegeben, vor 17 Grad nicht heizen. Hätte ich mir auch denken sollen. Aber gut. Warte mal. Ah ja, hier kochen. Ah ne, der kann gut kochen. Den nehmen wir jetzt. Ja, es tut mir leid, dass er traurig ist, dass ich die ausrauben muss. Das tut mir wirklich sehr leid. So. So, wer von euch war eigentlich leicht krank hier? Achso. Holz brauche ich. Holz nehme ich nicht. Bücher. Okay. Herstellen. Wer von euch war leicht krank? Du. Dann gehst du jetzt Medis holen. Hier. Und dann gehst du... Ich fürchte, dass wir beim letzten Angriff nur Glück hatten. Was, wenn die nächste Gruppe noch stärker ist? Ja. Das frage ich mich allerdings auch. So, du bist auf Medikamenten. Jetzt gehst du erstmal runter. Dann werde ich euch gleich füttern können. Dass es hier nicht drin kalt ist. Dass es hier drin nicht kalt ist. Ja, ich hoffe, dass es uns gelingt, es hier drin warm zu halten. Ja, noch geht es, ne? Warum sprecht ihr denn jetzt schon davon? Das macht mir, das verunsichert mich ein bisschen. Kann ich davon 3 machen? Ne, ich kann nur 2 machen. Okay, hier. So. Jemand ist an der Tür. Ja, den hole ich gleich. Ich fühle mich unwohl. Ich hoffe, dass es nicht ernsthaft ist. Ja, hoffe ich auch. Ihr könnt das jetzt nicht gebrauchen, dass du mir vom Fleisch fällst hier. So, nein. Hier. Ist. Damit du schon mal zur Tür gehen kannst. So. Du gehst
Hierhin? Es war nicht einfach hierher zu kommen, also lassen wir uns das draus machen. So, Leute zum Handeln. Also, ich kann Medikamente gut handeln. Hier. So, das kriegst du schon mal. Gegen. Hast du ein bisschen Holz, Materialien für mich, wie auch immer. Ja, guck mal hier. Das nehme ich alles. Oh, guck mal, der nimmt das sogar. Sehr gut. Was brauchen wir noch? Ich weiß gar nicht, was wir noch brauchen hier. Essen. Ne, gut. Das ist zu viel anscheinend. Ich brauche erstmal Materialien. Essen kann ich gucken, dass ich das besorge beim Plündern. Nam nam nam. So, ich brauche, glaube ich, hiervon auch einiges, ne? Nein, okay, eins ist zu viel. So. Krieg aber sehr viel dafür, ne? Okay, handeln wir mal. Ne, ich will nicht mehr. Dankeschön. Oh. Es tut mir wirklich leid. Oh, Menno. Ich traue mich da auch gar nicht. So, okay, ihr seid nur noch müde. Dann geht ihr jetzt heier. Dich brauche ich, warte. So, na. So, du gehst heier. Weil der Schnellste, der wird jetzt hier anfangen gleich zu bauen wieder etwas. Simon, falls du die Folge jetzt guckst, was du wahrscheinlich tun wirst. Ich hoffe, dass ich jetzt richtig agiere und jetzt die Werkbank, hattest du gesagt, sollte ich bauen. Was ich nicht kann. Yay! Geil. Warte, ich gucke jetzt mal kurz mit Betten zu Brettern zu nageln. Okay, dafür brauche ich sehr viel Zeug. Wir können die Löcher, Fenster, Gebäude, Bretter zugreifen, um es besser vor Plünderer zu schützen. Ja, das ist gut. Hier, Metall... Werkstätte, ne? War das, was ich bauen sollte. Falle für Kleintiere. Oh, die Falle für Kleintiere. Sehr gut. Okay, ich brauche dringend Materialien. Dringendst. Okay, das wären die nächsten zwei Dinge, die wir bauen werden. Dann lasse ich den Typen hier mal schlafen. Und hoffe, dass ich jetzt hier die richtige Reihenfolge gemacht habe. Weil tun kann ich jetzt sowieso nichts. Nee, Quatsch. Sebastian hat das natürlich gesagt mit dem, mit der Werkbank. Entschuldige. Jetzt habe ich die Infos durcheinander gebracht. Simon hatte was anderes gesagt. So. Vom Vorspulen wurde mir auch abgeraten. Deswegen sitze ich jetzt einfach mal aus, unterhalte ich mich ein bisschen mit euch. Und, ja. Das nächste Mal, wenn eine Folge ausfällt, werde ich ein kleines Infovideo dazu machen. Das habe ich mir jetzt überlegt, die Tage. Dass ich das so machen werde. Damit ihr da auch Bescheid wisst für diejenigen, die wirklich drauf warten. Und ist es, denke ich, nur fair, dass ich da ein kleines Informationsvideo mache, vielleicht erkläre, warum und wieso und dass ich, wann ich die Folge nachhole und vielleicht eine Doppelfolge die nächste mache oder sowas. Irgendwie sowas, um euch ein bisschen entgegenzukommen. Also falls mal wirklich eine ausfallen sollte, tut mir das wirklich leid. Es ist manchmal nicht einfach, ein Konzept zu beizubehalten. Vor allem, wenn man sehr, sehr viel um die Ohren hat, viel Privates auch momentan rund läuft und schief geht und wie auch immer. Ja. Aber das ist ja alles eine Sache, die man regeln kann. Von daher hoffe ich, ihr seid mir nicht böse. So, jetzt haben wir 5 Uhr. Aber ich denke mal, es kommt niemand mehr zum Handeln. Ach, da können auch Plünderer kommen. Am Tag wurde mir, glaube ich, auch gesagt. Ich habe Angst, dass ich bis zum Winter nicht alles zugenagelt kriege. Weil ab Tag 40 bricht der Winter ein, Leute. Deswegen hoffe ich wirklich, 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 dass ich bis dahin alles geregelt kriege. Ich brauche 3 Öfen. Ich muss alles zugenagelt haben. Waffen und sowas brauche ich auch. Ach, warte, du bist schon ausgeschlafen. Ja, cool. Warte, was machen wir denn jetzt mit dir? Du gehst auf jeden Fall wieder plündern. Du bist schnell.
glaube ich. Und du bist auch gesund. Erholt sich, erholt sich. Wenigstens ist es warm. Ja, es ist warm. Das stimmt, das stimmt. So, was war hier mit? War ja noch irgendwas, nur, ne? Ah ja, genau, Werkzeug, um aufzubrechen. Ah! Wir haben da noch auf jeden Fall Sachen drin. Da unten, glaube ich, auch, ne? Ich hoffe, ich wecke die jetzt nicht, wenn ich an den vorbeirennen hier. Ja, genau. Wir brauchen Dietriche. Ah, ich hätte die Dietriche von dem nehmen sollen. Gut, kann man jetzt nichts draus machen? Ihr seid aber ausgeschlafen. Nö, ihr zwei. Also geht dort. Okay, den schicken wir jetzt nicht mehr plündern. Der ist traurig. Das reicht. Er hat zwar jetzt drei Plätze mehr. Kann mehr Zeug mitnehmen. Militärstandpunkt neu. Ja, natürlich. Da gehe ich bestimmt hin. Stadtkrankenhaus. Vorsicht ist geboten. Eine Menge Lebensmittel. Wurde mehrmals bombardiert, brannte und wurde wiederholt von Banditen geplündert. Trotzdem ist es noch in Betrieb. Ein Teil des Krankenhauses nimmt immer noch Patienten auf und rettet Leben. Das ist vor allem Dr. Jefimov, einem renommierten Chirurgen, zu verdanken. Er bleibt standhaft und hält die anderen auf Kurs. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt hingehe und das Krankenhaus ausplündere, erstens sind da kranke Leute, die Lebensmittel und Medikamente brauchen. Das heißt, wenn ich die jetzt mitnehme, haben die nichts. Und ich möchte nicht noch mehr Menschen leben, als die alte Omi auf dem Gewissen haben. Das möchte ich nicht. Das mit der Omi tat mir schon furchtbar leid. Ich weiß nicht, ob es hätte sein müssen, dass ich das so mache. Ich weiß es nicht. Wird sich im Nachhinein vielleicht rausstellen, vielleicht sollten wir auch irgendwann mal dahin wieder zurück, denen was zurückgeben, falls sie noch da sind. Ich weiß es nicht. Und die nächste Frage wäre, wenn ich jetzt ausraube und die mich erwischen, ob ich da je wieder hingehen kann, wenn mein Herr hier, der Marco, noch kranker wird. Weil die helfen einem bestimmt, weil das ein Krankenhaus ist und die Patienten aufnehmen, helfen die einem hundertprozentig. Das mache ich nicht. Das riskiere ich nicht. Nein. Die kleine Kirche, Vorsicht ist geboten. Vorsicht ist geboten. Eine Menge Lebensmittel, Menge Materialien, eine große Menge Waffen, eine Menge Teile, möglicher Handel. Möglicher Handel, okay. Eine Menge Lebensmittel, Waffen, große Menge Waffen. In einem Krankenhaus eine große Menge an Waffen? Was? Eine große Menge Materialien. Etwas Lebensmittel. Die Schule wurde mehrfach bombardiert. Die Mistkeller sind leider für abgestorben. Holz und andere Materialien können Schutt gefunden werden. Es dürfte sich lohnen, eine Schaufel mitzunehmen. Warum habe ich keine Schaufel? Menno, da wollten wir rein. Ich wollte eine Schaufel machen. Verdammt nochmal. Aber dafür brauche ich. Na! Wisst ihr was? Wir gucken rein. Ich riskiere es jetzt. Wir gucken rein. Aber statt auch mit Lebensmittel, etwas Lebensmittel. Okay, etwas Lebensmittel ist gut. Nein, hallo. Etwas Lebensmittel ist gut und ich hau erstmal meine mit bei Plünderer. Super. Das ist natürlich, ja. Praktisch. Praktisch. So, da sind wir. Ich habe gehört, dass es in den Klassenräumen waren, als die Bombardierung begonnen hat. Was ist mit den Kindern? Alter, was? Ich will keine Kinderleichen sehen. Ah. Nein, ich möchte nicht. Okay, da oben. Ist das jetzt eine Maus, eine Ratte oder ist es jemand, der noch da ist? Ich glaube, das ist eine Maus. Das wird eine Maus sein, denke ich. Dafür sind die Bewegungen viel zu ja, sag schnell. Sehr gut, Materialien, Materialien. Hier, beeil dich. Ich denke mal, das ist eine Maus da oben. Das wird nichts sein. So. Okay, Tür ist zugenagelt. Alles klar. So. Hier ist nichts. Ja, super. Ah, nee, ey. Verdammt. Oh, lohnt sich das hier überhaupt hinzugehen?
Ah, ey. Mit der Schaufel ist es doof. Das ist hier. Okay. Krieg ich das wirklich nicht auf? Nee. Ah, das ist aber doof, ey. Na gut, ich komme jetzt nicht drum herum. Na. Ah, es bleibt doch da oben, Mensch. Okay, wir gehen jetzt hier durch. Ich weiß, das dauert jetzt lange. Es tut mir auch leid, ich hätte auf den Hinweis hören sollen und die blöde Schaufel mitnehmen sollen. Ach, Mensch. Es dauert so lange ohne eine Schaufel. Ja, ich würde auch am liebsten vorspulen, aber den Effekt gibt es hier leider nicht. Ach, Menno. Das tut mir jetzt leid, dass ihr jetzt darauf warten müsst, weil ich so dämlich war, ohne Schaufel loszuziehen. Ich hätte mir eigentlich schon längst eine bauen können. Aber wenn ich jetzt mit so wenig Materialien zurückkomme, ja, Prost Mahlzeit. Das Doofe ist, ich muss danach noch einen Haufen wegmachen. Komm, lesen wir so langsam seine Biografie. Die ältesten Leute haben Familienangehörige, die sie unterstützen. Wir sollten nicht mehr von ihnen stehlen. Oh, die haben. Oh Gott. Leider hatten wir keine Medikamente für diese armen Kinder. Meine Geschichte. Bei all diesen Bomben, Scharfschützen und dem Mangel an Vorräten möchte man sich am liebsten nur noch verstecken, hinsetzen und weinen. Doch wir können nicht zulassen, dass sie unsere Moral zerstören. Wir müssen ihnen zeigen, dass sie unsere Würde nicht wegnehmen können. Es ist schwierig hier, aber wisst ihr, wie wir das in unserer Straße geschafft haben? Keine Ahnung. Wenn wir überleben, können wir Marco dafür danken. Ja, weil er kocht, oder wie? Ach nee, warte. Marco ist der andere, der plündern war, ne? Glaube ich. Ach, keine Ahnung. Muss ich gleich nochmal gucken. Ach ja. Was habe ich mir hierbei nur gedacht? Ich schaffe das nicht, oder? Zeitmäßig? Ich muss ja um 5 Uhr wieder zurück sein. Ich möchte nicht so wie letztes Mal viel zu lange brauchen, um wieder zurückzukehren. Das war schon letztes Mal grenzwertig. Ach, komm, du bist fast fertig. Du bist fast fertig. Du bist fast fertig. Das andere schaffen wir auch noch, wenn du schnell genug bist. So. Ah, ich muss mal eben meinen Controller anstöpseln. Tut mir leid, wenn jetzt hier leichte Nebengeräusche kommen. Ah, da hinten. Das war eine gute Wahl hier. Glaube ich. So begraben. Weil da oben konnte ich nicht viel erreichen, glaube ich. Oder doch? Nee, da war die Tür zugenagelt, richtig. So. Ich hoffe, der lädt jetzt auf, sonst ist mein Controller gleich leer und ich muss wieder kurz einen Cut machen, was wieder Schneiderarbeit bedeutet. Was nie so wirklich praktisch ist. So. Komm, das schaffst du. Bis 3 Uhr auf jeden Fall. Komm, komm, gib Gummi. Go, go, go. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich, Pable. Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, wie ich auf dieses Spiel gekommen bin. Und zwar hatte ich mir. Ich weiß nicht, ob ich es in der ersten Folge erzählt habe oder nicht. Ich erzähle es auf jeden Fall jetzt nochmal. Erzähle es halt doppelt. Ich habe damals vor 2 oder 3 Jahren. Ja, vor 2,5 Jahren, sage ich mal so. Einen Trailer von diesem Spiel gesehen. Und mir ist zum Ende des Trailers aufgefallen, dass das Lied, was im Hintergrund lief, polnisch ist. Und da ich ja polnischer Abstammung bin zwar in Deutschland geboren, aber meine ganze Familie kommt aus Deutschland. Das war eine gute Wahl. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Meine ganze Familie kommt aus Deutschland und Polen, meine ich, aus Polen. Daher, wartet. Okay, ich war gerade kurz gespannt. Gitter, diese Tür ist vergittert. Okay. Was sind das für Geräusche? Ah, hier, das brauche ich auch. Hier, Zahnräder. Lass ich mal 2 Holz hier und nehme Zahnräder mit. Ich erzähle gleich weiter. Ich höre die Geräusche doch. Die haben mir wieder mein Essen genommen.
werde bald sterben. Hallo? Tust du mir was? Was machen die da unten? Hier sind noch Leute? Ist da jemand? Ja, ich. Tust du mir was? Okay. Renn zum Ausgang. Ich weiß nicht, ob der mir was tut. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass im Hintergrund ein polnisches Lied lief und war sehr verwundert. Habe mir den Trailer nochmal angesehen und es war tatsächlich polnisch. Es ist ein sehr, sehr schönes, ein sehr, sehr ergreifendes Lied auch. Wer Interesse hat, kann ich gerne mal den Link dazu hier reinsetzen, zur Übersetzung auch von dem Lied. Ist auch wirklich sehr, sehr passend, muss ich ehrlich sagen. Und ja, seitdem hat das Spiel mich noch mehr in seinen Bann genommen. Noch mehr als so schon die Geschichte war, finde ich sowieso klasse und ergreifend. Ja, aber das polnische Lied hat also für mich dem Ganzen noch ein bisschen Würde verliehen. Marco war von Trauer überwältigt und konnte nicht schlafen, also hat Bruno versucht, ihn zu trösten. No. Bruno hat eine tiefe Wunde. Oh oh. Pavel war auf der Suche nach Vorräten und hat einige interessante Dinge mitgebracht. Oh oh. Verletzt. Shit. Jetzt sind sie beide traurig. Nein! Es wird jeden Tag schlimmer. Scheiße. Ich muss auf jeden Fall zum Krankenhaus nächstes Mal. Mit der Hoffnung, ich finde Bandagen. Sonst überleben meine Kleinen hier nicht. Bruno, wäre lieb, wenn du trotzdem kochst, auch wenn du verletzt bist. Du brauchst viel Ruhe. Oh, es tut mir so leid. So. Wir müssen drei Holz leider opfern. Wie sieht das mit der Temperatur aus? 20 Grad ist wunderbar. So. Was machst du da unten? Habe ich dich jetzt abbrechen lassen aus Versehen? So. Ich hoffe wirklich, der kann noch etwas damit anfangen. So, du gehst auch nach unten. Wo gehst du denn hin? Ich muss mich ins Bett ausruhen. Ja, mach das. Mach das auf jeden Fall, dann kochst du halt weiter. Komm. Leicht krank. Oje, oje. Vielleicht sollte ich Bruno plündern lassen und ins Krankenhaus mit dem gehen. Vielleicht wäre das eine Idee. Der hat zwar weniger Tragemöglichkeiten. Oh oh. Ich wollte doch Bruno essen lassen. Okay. Sieht ihr an seine. Sieht ihr. Oh. Ich werde ihn auf jeden Fall nächstes Mal im Krankenhaus plündern lassen. Ich weiß, es ist riskant, da er verletzt ist. Aber wenn ich Bandagen mitbringe, kein guter Tag. Ah. Also ich finde bei der ersten, wo Katja gestorben ist, war alles besser. Finde ich. Wenigstens haben wir ein paar Zigaretten. Ja, Bruno, die werde ich dir auch nicht wegnehmen, Kollege. Die werde ich dir bestimmt nicht wegnehmen. Hier, leg dich hin. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich weiß, dass du müde bist, ausschlafen solltest, aber du hast noch was zu tun. Ist jetzt eigentlich satt? Ja. Oh Gott, das tut mir jetzt so leid. So, wir können Rattenfallen aufstellen, wir können das machen, das ist prima. Frage ist jetzt, was wichtiger ist. Haha. Essen? Ich denke ja, ne? Na, dafür brauchen wir aber mehrere. Komm. Was ist, wo tue ich die Werkbank denn hin? Ich wollte ja, dass alles relativ beieinander bleibt. So, das kommt dann hier unten hin. Finde ich gut. Dann müssen die jetzt nicht irgendwie sonderlich viel. 20 Grad haben wir immer noch. Sehr gut. Ich bräuchte eigentlich einen, der gut bauen kann. Vielleicht beschleunigt das dann einiges ein bisschen. Ich weiß es nicht.
weiß es wirklich nicht. So. Neue Biografie. Wenn wir überleben, können wir dann auch dafür danken. Das habe ich doch schon gelesen. Da ist nichts Neues dazu gekommen. So, wenn ich jetzt schlafen lege, werde ich nochmal die anderen Biografien lesen. Ich kann aber nichts herstellen. Verdammt! Ich habe zu wenig von dem Zeug da. Gut. Warte. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nein, kann ich hier noch irgendwas machen? Irgendwie ausbauen? Auch nicht. Hier, upgraden. Kann ich auch nicht. Okay, wir brauchen einiges an Material. Falsch. Da wollte ich dich nicht hinschicken. Es tut mir leid. 1.50 Uhr reicht. Der wird ausschlafen können. So. Was sagt deine Biografie? Warte mal. Lesen wir erstmal von vorne. Wir können über die Moralität von Diebstahl diskutieren, wenn wir diese Hölle überstanden haben. Ja. Diese Kinder, die uns Medikamente baten, hatten kein Glück. Unser Schrank war leer. Ja, wenigstens wisst ihr das. Es tat mir so leid. Die armen Kinder. Ich hoffe, die Mutter hat überlebt. Es ist mir völlig egal, woher und wie Marco Vorräte gefunden hat. Es freut mich, dass er nicht mit leeren Händen zurückgekehrt ist. Na, leider, ne? Eins war ich Optimist. Ich hätte schwören können, dass ein Krieg hier unmöglich gewesen wäre. Kriege passieren weit entfernt, in Ländern der dritten Welt. Das dachte ich zumindest. Sogar als die Nachrichten von Tag zu Tag beängstigender wurden, konnte ich mir nicht vorstellen, was uns noch bevorstand. Tja, leider. Guter, ne? Du hast nichts Neues? Du hast nichts zu sagen? Gut. Ich hoffe, die Traurigkeit nimmt schnell ein Ende. Ob ich Bruno wirklich ins Krankenhaus schicken soll? Ich glaube nicht. Ich schicke Pavle los. Du bist gesund. Soll ich es riskieren und Bruno schlafen lassen über Nacht? Was, wenn ich keine Medikamente und alles finde? Im Krankenhaus. Was, wenn? Nee, einen Kranken schicke ich nicht los ins Krankenhaus. Nee. Ich würde aber sagen, wir plündern jetzt noch die eine Nacht. Und dann war's das für diese Folge, denke ich. Weiß jetzt nicht, wie lange die Folge jetzt schon wieder ist. Wir werden schauen. Aber in der Regel sollte sie nicht länger als eine halbe Stunde sein. Alles, was da drüber ist, ist ein bisschen lang. So, gleich sollte es losgehen mit dem Plündern, denke ich. Kann das auch sein, je weiter ich von mir entfernt auswähle den Punkt, dass die später ankommen? Ich glaube ja, ne? Okay. Lalalala. Na los! Wird Nacht! Wird Nacht. Da tickt eine Uhr. Warum tickt da eine Uhr? Wer war das? Okay, du bist ausgeschlafen. Ihr erholt euch trotzdem. Na komm. Du brichst jetzt schneller herein. Nein, 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 nein. Du bleibst oben. So, und ab geht's. Hä? Geht das nicht? Na gut, da beenden wir jetzt den Tag. Ich lasse einen Kranken nicht plündern. Verletzt, traurig, Wache stehen. Komm, hier, du gehst plündern. Du gehst plündern. Ich krieg hundertprozentig Medikamente für euch. Ich will einen Fitten da haben. Ich will einen haben, der, bombardierte Schule. Ist irgendwas neu? Doppelhaus. Gefahr. Oh,
Ja, alles klar. Lese ich trotzdem. Die eine Hälfte ist eine Ruine, die in der anderen leben allerdings Leute. Sie scheinen feindselig zu sein. Nachts werden ab und zu Schüsse aus der Richtung abgefeuert. Wahrscheinlich könnten wir den verlassenen Teil gefahrlos nach Vorräten absuchen. Vom bewohnten Teil sollten wir uns jedoch fernhalten. Es sei denn, wir sind verzweifelt. Wir sind aber nicht verzweifelt. Eine Menge Lebensmittel, eine große Materialien, aber keine Medikamente. Keine Medikamente. Was ist hier? Gefahr. Eine große Menge Lebensmittel. Also, nochmal, warte. Heute habe ich irgendwie Verhaspler. Ich weiß nicht warum. Es tut mir leid. Dies war einmal der Lagerraum eines großen Ladens. Hier wurde eingebrochen und die besseren Sachen sind schon lange weg. Wir können aber immer noch ein wenig Nahrung und vielleicht auch ein paar andere nützliche Sachen finden. Aber Vorsicht, eine kleine Gruppe Banditen hat in diesem Lagerhaus einen Unterschlupf gefunden. Na, einer ist verletzt. Ich muss dich auch noch. Hier ist auch Gefahr. Es sollte ein luxuriöses Wohngebiet entstehen und die Nachfrage nach Wohnungen war groß. Doch als der Krieg begann, sind die Bauunternehmer ins Ausland geflüchtet. Ja, warum wohl? Ich würde auch nicht zerbombt werden wollen. Kürzlich hat das Militär die Kontrolle über diese Gegend den Rebellen entrissen. Wir könnten das, was die Rebellen zurückgelassen haben, plündern. Jedoch besteht die Möglichkeit, dass wir auf Militärpatrouille. Ja, nee, die möchte ich nicht unbedingt begegnen. Ein Bordell. Okay. Wer für eine Dose Fleisch flachgelegt werden möchte, wird hier fündig. Mütter tun wirklich alles für ihre Kinder. Also eigentlich ist das nicht witzig, aber dass die das so ausschreiben, das ist. Einige behaupten allerdings, dass die Frauen gegen ihren Willen hier festgehalten werden. Es ist ein großes, gut bewachtes Gebäude. Sie haben viele Sachen und handeln hier nur allzu gerne. Ja, glaube ich euch. Der Supermarkt habe ich schon besucht. Den habe ich ja schon ausgenommen. Eine Menge Medikamente. Eine große Menge Waffen, etwas Teile. Ruhiges Haus. Eine Menge Medikamente, etwas Teile. Diese Wohnung ist nahezu unberührt geblieben. Okay, da steht nichts Neues. Ich dachte, wenn ich da einmal war, steht da eventuell was Neues. Wo waren wir denn gerade? In der Schule, ne? Stadtkrankenhaus. Ich gehe ins Krankenhaus. Habe ich ja gerade schon beschlossen, ich gehe da jetzt hin. Puh, hoffen wir aufs Beste. Schauen wir mal. Ah, hier ist direkt was. So Betriebs, vielleicht ist das nur ein Gerücht. Nö, es war kein Gerücht. Oh, guck mal, hier direkt. Sehr gut. Ein bisschen Happa Happa. So, schauen wir mal, was hier so los ist. Hi. Hallo, mach keinen Ärger. Ich will keinen Ärger machen. Ehrlich nicht. Ich behalte dich im Auge. Mach das. Bist du weg? Was passiert, wenn ich das hier mache? Kommst du dann? Nö. Okay. Sehr gut, ich will nur ein paar Materialien und Medikamente finden. Wenn ich ja diesen Schrank dran gehen könnte, ne? Oh, sehr gut. Ich nehme jetzt erstmal nur die Konserven mit. Wobei, ich nehme einfach alles mit. Ich kann immer noch variieren. Wo finde ich denn Medikamente? Okay, hier gehe ich besser nicht dran. Da habe ich Angst. Leg dich nicht mit mir an, will ich nicht. Will nur gucken. Ich will dir nichts tun. Okay. Wir haben hier schon mal sehr nützliche Sachen gefunden. Das ist gut. Aber ich brauche Bandagen. Ich brauche dringend Bandagen. Okay, hier sind kranke Leute. Den tue ich. Also, der würde ich ja sowieso nichts tun, ne? Aber. Okay, da hatte ich jetzt anscheinend Glück. Kann ich hier hin? Nein, okay. Ich brauche Bandagen, Leute. Ich brauche Bandagen. Drückt die Daumen. Oh, mein Herz wummert. Ich entscheide mich jetzt bewusst für. Okay, da sitzt jemand. Ich gehe trotzdem rein. Hallo. Ich bezweifle, dass Dr. Willen bezahlt wird. Natürlich wird er nicht bezahlt. Okay, ich glaube hier nichts. Der sieht mich nämlich.
Ich brauche Bandagen. Ich brauche dringend Bandagen. Rein da. Wenn du Bescheid weißt, dass sie etwas brauchen. Gehst du? Es tut mir leid, wir haben Patienten, denen es schlechter geht. Die könnten wirklich helfen. Oh nein! Die hätte dem jetzt helfen können. Ich hätte den vielleicht doch hierhin schicken können. Hier, was ist denn hier? Okay, jetzt haben wir Fleisch, jetzt haben wir das. Zahnräder brauchen wir auch. Ich mach nichts, ich schwör. Nimmt sie einen Patienten, ne? Okay, warte, wir schließen hier mal zu. Bandagen, 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 Bandagen. Komm schon. Ja! Ah! Geil! Feuer! Was Kräutermedizin. Okay, sehr gut. Wir haben Bandagen. Ah, oh, wir können... Ja! Wir können helfen. Oh, sehr gut. Oh, gib mir die Wumme. Alter Schwede. Die Wumme ist mein Herz. Okay. Es tut mir eigentlich leid, die Leute hier auszurauben. Es tut mir wirklich leid. Falls sie Medikamente tauschen möchten, sollten sie mit dem Doktor reden. Wo ist denn der Doktor? Mache ich aber. Danke für die Info. Okay, das kann ich nicht mehr mitnehmen. Ein bisschen Essen habe ich aber schon. Puh, ich habe Medis. Ich habe Bandagen gefunden, Leute. Ich habe Bandagen. Ich werde versuchen, etwas zu schlafen. Mach das. Dann kann ich nämlich hier dran gehen. Während du schläfst. Kommt jetzt hier hoch? Nee. So. Ladies. Okay. Da ist, glaube ich, nichts zu finden. Oh, hallo. Mach keinen Ärger. Ich mach keinen Ärger. Ich gehe wieder. Tschö. Ich möchte keinen Ärger machen. Versuchen Sie aufzunehmen, selbst wenn Sie eine Uniform tragen. Ah, okay. Das heißt, Sie nehmen auch Miliz auf, anscheinend. So. Okay. Schauen wir mal, was hier so ist. Die ist ja gerade weg. Nichts. Okay. Ja. Davon kann ich auch nichts mehr aufnehmen. Gut. Ich glaube, wir sind hier sehr gut fündig geworden. Ich gehe. Das war ein sehr, sehr guter Plünderzug. Puh. Ich habe Bandagen gefunden. Sehr gut. Damit werde ich erstmal hier unseren Bruno versorgen. Das war sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. So. Wir haben eine Menge Materialien auch zusammengekriegt. Ich glaube, für den Winter sind wir langsam gut gewappnet. Ich sollte es nicht zu laut sagen. Oh, ist aber nichts passiert nachts. Okay. Verletzt. Hier. Bitteschön. Nimm es. Bin so froh, dass ich ihm das jetzt geben kann. Wir haben 19 Grad. Ich muss noch nicht heizen. Nun müsste ich Heilung beginnen. Ja. Wenn du hungrig bist. So, warte mal. So. Machen wir jetzt nämlich ein bisschen Essen. So. Ja, ich kann 3 Portionen machen. Jawohl. Die Konserven, die bewahre ich mir für schlechtere Tage auf, falls ich nichts kochen kann. Kommt ihr 2.
konnte Marco Vorräte vom Krankenhaus mitnehmen. Oh nein, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. Ohne die Gummibandagen und Bandagen überleben diese Menschen vielleicht nicht. Ja, aber ich habe Schmerz, ich lege mich. Warte. Iss. Du sollst kochen und dann kannst du Haie machen. So. Ah, ich hätte direkt drei machen sollen. Boah. So, ist. So. Ja, ich weiß. Ich hätte es nicht tun sollen. Nein, nicht du. Du hast schon gegessen. So. Es sind keine Kippen übrig. Ja, das ist wahr. Komm, schnabulier dir mal die Medikamente. Warte mal. Leicht hungrig. Okay, du bist nur traurig. Jetzt seid ihr alle traurig. Super. Geil. Kann ich hier was machen? Nee. Okay, dann gehst du mal heier. Und du gehst schlafen. So, du bist ja auch flott unterwegs. Bitte helfen Sie mir. Was? Okay, was? Die Kinder sind wieder da. Los, red mit denen. Es geht um unsere Mama. Wir konnten keine Medikamente für sie finden. Und jetzt ist sie sehr, sehr krank. Bitte, Sie müssen uns ins Krankenhaus bringen. Bitte. Warte eine Sekunde. Du isst jetzt erstmal was. So. So, da der da unten gerade schon ein bisschen geschlafen hat, ist er hoffentlich nicht zu müde. So. Den Kranken schicke ich nicht weg. Hier. Komm. Du hast zwar jetzt schon die Nacht durchgemacht, indem du geplündert hast. Ach nee, hast du nicht. Doch, hast du. Ich habe die Kranken losgeschickt. Richtig, ich habe die Kranken losgeschickt. So. Nein. Hier, ich habe Medikamente. Ich habe Medikamente. Ja, komm. Okay, er geht mit. Er bringt die Kiddies weg. So. Aber ich würde sagen, damit beenden wir diese Folge. Und ja. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich werde jetzt direkt im Anschluss nochmal die Folge für morgen aufnehmen, damit auch nichts schief geht. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart und ja, ich sag mal, bis gleich für euch, bis morgen. Tschüssi, macht es gut. Und bleibt gesund. Wir sehen uns dann morgen. Tschüss. Whatever I see, I'll remember you. If you remember.